Heute beim elektrischen Reporter: Bewerbungen, Bücher und geöffnete Pakete. Elektrischer Reporter. Ich habe Sie erwartet. Obwohl das Netz gerade dabei ist, Arbeitswelten, Unternehmenskulturen und Kommunikationsverhalten umzumodeln, unterscheidet sich die Bewerbungsprozedur um einen Arbeitsplatz im 21. Jahrhundert nicht sonderlich von der zu Kaisers Zeiten. Doch auch in diesem Sektor der Welt tut sich etwas, wie unser erster Beitrag zeigt. Karl Nordell ist zufrieden. Endlich hat er einen Job gefunden. Genau genommen ist es ein Praktikum, aber Karl gefällt es hier im Berliner Büro von Weiß, einem Lifestyle-Magazin. Nach dem Studium brauchte der 26-jährige Schwede erst einmal viel Geduld. Zu dieser Zeit hatte ich schon haufenweise E-Mails an viele verschiedene Unternehmen geschickt. Das war alles sehr unpersönlich. Manchmal wusste ich nicht einmal, ob die E-Mail bei irgendjemandem angekommen ist. Es dauerte ewig, bis eine Antwort kam. Irgendwann habe ich es einfach aufgegeben. Stattdessen meldete sich Karl bei der neuen Jobplattform Somewhere an. Duncan Gough und sein Team wollen den bürokratischen Papierkrieg bei der Jobsuche beenden. Statt auf Formulare, Bewerbungsschreiben und Lebensläufe setzen die Macher auf Unterhaltsames. Viele Bilder, Like-Buttons und eine Chat-Funktion. Das Berliner Start-up versteht sich als Türöffner. Statt nach der Ausbildung oder dem Beruf fragt Somewhere nach persönlichen Interessen. Die Botschaft lautet: Persönlichkeit ist Trumpf. Alles andere kann man lernen. Bei den jungen Arbeitnehmern kommt der Kuschelkurs an. Der Zufallsgenerator schlägt ihnen Firmen aus dem Netzwerk vor. Nur, was genau dort eigentlich gearbeitet wird und welche Stelle zu besetzen ist, erfährt der Besucher oft nicht. Es ist wie eine Entdeckungsreise, denn die Entscheidung, wo du einmal arbeiten wirst, können wir nicht einem Algorithmus überlassen. Du musst es sehen und instinktiv darauf reagieren können. Die Arbeitswelt als bunte Spielwiese. Der Ansatz hat Zukunft. Glaubt zumindest der Wirtschaftsinformatiker Ricardo Büttner. Denn wenn die Chemie am Arbeitsplatz stimmt, profitiere vor allem das Unternehmen. Zufriedene Mitarbeiter seien auch produktive Mitarbeiter. Das heißt aber auch, die Ansprüche an die Bewerber steigen. Fachliche Kompetenz ist das eine. Der Kandidat soll sich aber auch noch problemlos einfügen. In Team- und Unternehmenskultur. Der Arbeitsmarkt des 21. Jahrhunderts ist schnelllebig geworden. Und vielfältig. Die klassische Festanstellung wird seltener. Zeitarbeit und Freiberuflichkeit nehmen zu. Der Arbeitsmarkt hat sich sehr liberalisiert und das wird in Zukunft wahrscheinlich noch zunehmen, dieser Trend. Das heißt, dass das klassische Rekrutieren, einen Arbeitnehmer auszuwählen und dann für sehr lange Zeit, teilweise für viele Jahrzehnte oder das ganze Arbeitsleben, dass die dann im Unternehmen beschäftigt sind, das wird mehr zurückgehen. Die perfekte Arbeitskraft ist hochqualifiziert, schnell zu haben, schnell eingearbeitet und im Fall einer Auftragsflaute genauso schnell wieder entlassen. Plattformen wie Somewhere präsentieren sie auf dem Silbertablett. Auf dem digitalen Buffet pickt sich jeder heraus, was ihm gefällt. Die Zielgruppe ist klar. Also Somewhere als Plattform sehen wir im Prinzip sehr stark im Bereich kreative Jobs, die also nach außen gerichtet sind, wo Kommunikation und Selbstdarstellung eine große Rolle spielt. Die hübsche Fassade kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass hier ein begehrtes Gut gehandelt wird. Und zwar international. Ich habe es nie als Wettbewerb gesehen. Für mich heißt es einfach, dass interessante Leute mit interessanten Unternehmen ins Gespräch kommen und das weltweit. Also gut, ich schätze, irgendwie steht man in Konkurrenz zu allen anderen in Europa. Du musst halt einfach gut sein in dem, was du tust und das finden, was dir am meisten Spaß macht. Für Karl hat es funktioniert. Er fühlt sich seinem Traumjob einen Schritt näher. Dass es nur ein Praktikum geworden ist, hat ihn nicht einmal überrascht. Er schiebt es auf die Branche und bleibt optimistisch. Das Internet hat die ganze Welt miteinander verbunden. Ich glaube, wir, die wir damit aufgewachsen sind, neigen eher dazu, sie zu erkunden. Wir betrachten es nicht als eine schwere Aufgabe, wir sehen darin eine Chance. Junge, flexible Menschen wie Karl haben gelernt, sich mit den Tücken des Arbeitsmarktes zu arrangieren. Plattformen wie Somewhere helfen ihnen dabei. Ohne es zu wollen, fördern sie damit aber auch die Schattenseiten der Liberalisierung.
Viele fürchten, Festanstellungen könnte es bald nur noch in den Geschichtsbüchern geben. Aber wie auch immer die Zukunft der Bewerbung um einen Arbeitsplatz aussehen wird, die seit Jahrzehnten gültige Form mit standardisiertem Anschreiben und formatiertem Lebenslauf bekommt bunte Konkurrenz. Kommen wir nun von Bewerbungen zu Büchern. Während Digitalpragmatiker heutzutage die elektronische Entsprechung ganzer Bibliotheken auf ihren Lesegeräten mit sich herumtragen, besitzen andere Zeitgenossen ein sehr spezielles Verhältnis zu gedruckten Büchern. Und genau darum geht es heute in unserem Tweet und seiner Geschichte. Ich bin Tobias Wimbauer, Autor, Antiquar und Verleger vor den Toren von Hagen mitten im Wald. Ja, ich habe etwa 120.000 Bücher hier, von denen nehme ich jeden Tag ein, zwei Kisten, katalogisiere die, erfasse die, beschreibe das alles, stelle sie ins Netz und dann werden sie gekauft oder auch nicht. Das Ganze mit gutem Grund nicht als Ladengeschäft, sondern nur online als Versand. Solche Situationen, wie ich sie in Freiburg in Antiquariaten erlebte, wo kann ich mal eben den Döner hinlegen, ich möchte mal in das Buch da reinschauen, das brauche ich nicht. Ja, hier draußen sind wir völlig ungestört. Hier nerven keine Autos mit lauter Musik, hier nerven keine Nachbarn. Das Lauteste ist das Plätschern des Baches, den höre ich selbst, wenn der Staubsauger an ist. Und es kommen keine Spontanbesucher oder Zeugen Jehovas, doch gestern waren welche da. Aber sonst eigentlich niemand, der mich von der Arbeit abhält und ich kann hier ganz in Ruhe vor mich hin lektorieren und in den Büchern brüten. Ich habe immer schon gerne Tagebücher gelesen und Twitter kommt mir vor wie ein großes Tagebuch, wo alles gleichzeitig stattfindet, man auch mitbekommt, was die Menschen machen, was sie bewegt. Also nicht nur die reine Mitteilung, sondern man lebt da irgendwo mit den Menschen mit drin. Und das, was Walter Kempowski mit dem Echolot für die Vergangenheit gemacht hat, das scheint mir Twitter heute zu sein. Dass die Gleichzeitigkeit der Dinge, dort ist einer traurig, dort stirbt einer, feiern Leute Feste und ganz viel Banales auch im Alltag und alles findet gleichzeitig statt. Das finde ich furchtbar faszinierend und ich sitze dazwischen und bearbeite meine Bücher. Ob ich die Menschen dazu bringen kann, mehr Bücher zu lesen oder Bücher zu kaufen, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall kann ich vielleicht auf Twitter zeigen, wie das ist, mit Büchern zu leben oder mit Büchern zu handeln. Dass das nicht nur dieses Spitzweg-Idyll ist, was man hat. Man sitzt gemütlich im Sessel und liest Bücher und parliert geistreich mit seinen Gästen über die Inhalte, sondern dass es eben ganz viel Arbeit ist. Aber eine sehr schöne Arbeit. Was ich mir wünsche: Weltfrieden wäre nicht schlecht, ganz viele gute vegetarische Biogerichte für alle und ganz, ganz viele Bücher von mir. Bücher und Datenpakete haben den Umstand miteinander gemeinsam, dass man erst weiß, was drinsteht, wenn man sie geöffnet und hineingelesen hat. In die Datenpakete der Internetnutzer möchten immer mehr aus immer mehr Gründen hineinschauen. Und es gibt sogar schon eine Paketöffner-Software, wie unser nächster Beitrag zeigt. Das Internet besteht eigentlich aus einer Art digitaler Paketpost. Egal ob eine Webseite, eine E-Mail, ein MP3-Song oder ein YouTube-Video, alles, was durch das Netz fließt, wird in viele kleine Pakete zerlegt und erst beim Empfang wieder zusammengesetzt. Der Provider, quasi der Paketbote des Netzes, schaut normalerweise gar nicht in die Pakete hinein, sondern stellt sie einfach zu. Das ist ganz ähnlich wie in der Offline-Welt. Wenn Sie einen Brief schicken, vertrauen Sie auf das Postgeheimnis und erwarten nicht, dass der Postbote, bevor er Ihnen den Brief in den Kasten schmeißt, erst mal reinguckt und schaut, ist da eine Rechnung drin, ist das ein Liebesbrief oder eine Mahnung vom Finanzamt. Doch hier enden auch schon die Parallelen. Denn offline sämtliche Postpakete zu öffnen und nachzuschauen, was drin ist, wäre vom Arbeitsaufwand unmöglich zu schaffen. Online sieht das anders aus. Eine Technologie namens Deep Packet Inspection kann nämlich genau das. Die Technik gibt das her, dass man also das Paket, bevor es
zum Empfänger kommt, öffnet und reinschaut und sagt, was da drin ist. Ist da eben zum Beispiel ein Film drin, der urheberrechtlich geschützt ist? Ist da drin vielleicht sozusagen eine Mail, die sich kritisch äußert gegenüber dem Premierminister eines Landes? Oder was ist eigentlich da drin? Staaten wie China oder Iran setzen auf Deep Packet Inspection, um die Kommunikation im Internet zu überwachen und Regimegegner ausfindig zu machen. Aber auch Geheimdienste westlicher Staaten, beispielsweise der USA, setzen den digitalen Paketöffner ein. Das wird von der NSA in großem Stil natürlich benutzt. Die rühmen sich damit, das auch mit 10 Gigabit-Leitungen zum Beispiel live machen zu können. Aber Deep Packet Inspection kann noch mehr. Mit der Technik kann man nicht nur in die Datenpakete hineinschauen, sondern auch die Inhalte manipulieren. Theoretisch kann man damit E-Mails fälschen, Informationen auf Webseiten verändern oder sich ein Millionenpublikum ergaunern, wie es in den USA schon einmal passiert ist. Die Firma AT&T in den USA, die mal Inhalte in der Form überschrieben hat, dass Werbeeinblendungen ausgetauscht wurden. Das heißt, man hat nicht die Werbung der Konkurrenz gezeigt, sondern eigene Werbung sozusagen in den Werbepausen eines großen Sportevents. Und das kann man auch nur dann machen, wenn man natürlich in die Inhalte reinguckt. Auch hierzulande gibt es Internetprovider, die bereits in die Pakete ihrer Kunden hineinschauen. In Deutschland wird die Packet Inspection Technologie schon eingesetzt von Providern, um unerwünschte Dienste wie Skype, File-Sharing, BitTorrent zu blockieren oder um Datenpakete zu verlangsamen. Unserer Ansicht nach geht ein Provider nichts an, was wir im Internet tun, und der soll Datenpakete nur weiterleiten, ohne reinzugucken. Doch es werden immer mehr, die neugierig sind auf die Paketinhalte der Internetnutzer. Da gibt es die wirtschaftlichen Interessen von vor allen Dingen Unternehmen, die also mit urheberrechtlich geschütztem Material handeln, dass die sagen so, diejenigen, die sich praktisch ohne dafür zu bezahlen Material niederladen, die können wir bei der erwischen und können wir zur Kasse bitten. Lobbyisten der Unterhaltungsindustrie wünschen sich von der Politik eine Möglichkeit, File-Sharern den Internetanschluss abzuklemmen. Aktivisten warnen vor solchen Gedankenspielen. DPI ist eine gefährliche Technologie, mit der alle Datenpakete im Internet überwacht werden können und auch zensiert, weggeschmissen oder gedrosselt, anders wie bearbeitet werden können. Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Datenschutz und in die freie Kommunikation im Internet. Ginge es nach der Musikindustrie, sollten Internet Service Provider, kurz ISPs, den Datenverkehr ihrer Kunden durchschnüffeln. Und tatsächlich ist es die gleiche Technologie, die man installieren müsste, um beispielsweise einen schwarz kopierten Popsong aufzuspüren. Oder um das deutsche Internet in ein chinesisches oder iranisches zu verwandeln. Wenn Sie das also gestatten, dass Sie an dem ISP alle Pakete öffnen, dann haben Sie eine Überwachungsinfrastruktur. Da war das Ministerium für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik sozusagen ein Winzling dagegen. Noch fließen die meisten Datenpakete ungeöffnet durch das deutsche Netz. Doch die Begehrlichkeiten, die Pakete aufzuschnüren, werden immer größer. Regel Nummer 3: Öffne niemals das Paket. The Transporter, der Film. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter. Elektrischer Reporter.